Mein Name ist Frank Biederstedt. Ich bin am 8.2.1980 in Bergen auf Rügen geboren, bin aber alter Sassnitzer, bin hier auch eingeschult worden und habe die Wende als letzte Generation Thälmann-Pioniere an der ehemaligen Oberschule 4 hier in Sassnitz erlebt und bin heute Leiter des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek hier in Sassnitz. Wenn irgendwie Appell war, dann wurden wir ja immer begrüßt, beziehungsweise die jungen Pioniere, die Thälmann-Pioniere mit seid bereit und wir dann mit unseren hohen Stimmen immer bereit. Und wir haben uns immer sehr lustig gemacht, wenn die FDJler begrüßt wurden mit Freundschaft und dann nur noch ein Freundschaft. Wir mussten uns da sehr zurückhalten oder sehr an uns halten, dort nicht in größeres Gelächter auszubrechen. Wir haben auch unter anderem bei schulischen Aktivitäten den Lenin-Waggon besucht. Ich meine, ich bin eingeschult in der Lenin-Oberschule. Wir hatten ja das Lenin-Denkmal direkt vor der Haustür sozusagen, aber dann auch als Klassenausflug dann auch mal zum Lenin-Waggon, sich das mal dort angeschaut und die Führung mitgemacht und sich dort berieseln lassen, ja. Wenn irgendwelche Festlichkeiten damals anstanden, irgendwelche Feierlichkeiten, dann wurden wir natürlich von der Schule dann auch rausgerufen und für uns war es natürlich schön, dass wir dann mal keinen Unterricht hatten, sondern mal ein bisschen Abwechslung, dass wir dann eben sozusagen mitmarschiert sind. Das ging dann, wie gesagt, quer durch Sassnitz und ja, man hat es dann einfach mitgemacht. Man hat sich ja nicht so groß einen Kopf darum gemacht, warum man jetzt eigentlich geht. Es wurde einem gesagt, wir demonstrieren für den Frieden oder solche Sachen. Aber was wussten wir als Kinder großartig? Also ich kann jetzt von mir natürlich nur reden, was ist denn Frieden? Wenn ich Krieg nicht kenne, woher weiß ich, was Frieden ist?